Köln gegen Wolfsburg. Ein Nachholspiel des zweiten Spieltags. Uwe Krupp und seine Kölner Haie wollen den zweiten Heimsieg in Serie gegen die Grizzlies Wolfsburg mit Justin Poggi im Tor. Ein Altbekannter kommt zurück an alte Wirkungsstätte. Und die Wolfsburger mit dem besseren Start in die Partie. Das ist Murray, guter Pass auf Möser. Dritte Spielminute und Pankowski zum ersten Mal in dieser Partie gefordert. Macht die kurze Ecke geschickt zu. Eine Minute später dann aber die Kölner Haie. Brady Austin, guter Pass auf Nick Baptiste. Und dann ist John Matsumoto da. 1:0 KEC in seinem 150. Spiel für die Kölner Haie. Matsumoto eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Drängt Armin Wurm weg und schiebt die Scheibe an Poggi vorbei. Aber Wolfsburg nicht geschockt. Wolfsburg aktiv im Spiel nach vorne, immer wieder gefährlich. 9. Spielminute. Rakhshani auf Mahacek. Aber immer wieder Mirko Pankowski im Tor der Kölner Haie. Dann Powerplay für Köln. Und das im Powerplay läuft bislang in dieser Saison richtig gut. Auch dieses Mal 2:0. Thoresson, 15. Spielminute. Schon der 5. Powerplay-Treffer im 3. Saisonspiel. Thoresson ansatzlos zum 2:0. Keine Chance hier für Poggi, dem wird auch noch die Sicht versperrt. Steffen Baumgart, der Trainer des 1. FC Köln, hatte gut lachen. Er einer von rund 10.500 Zuschauern in der Lanxess Arena. Im 2. Drittel aber Wolfsburg ähnlich aktiv wie in Drittel 1. Hier die richtig gute Möglichkeit, Pass auf Archibald, kommt dann am Ende aber nicht präzise genug. 32. Spielminute, wieder Wolfsburg. Die Grizzlies lassen die Scheibe laufen mit Erfolg. Anschlusstreffer JC Baudin mit seinem 2. Saisontreffer. Die Schiedsrichter hatten noch mal überprüft, ob es eine Torhüterbehinderung gab, weil Schinko dort im Torraum stand. Aber Schinko wird von Balen hier gleich zweimal auf Pankowski geschubst. Deswegen ein gutes Tor, Anschlusstreffer Wolfsburg. Und die Grizzlies noch im 2. Drittel mit der nächsten Möglichkeit. Kurz vor der Sirene, aggressives Vorchecking. Aber dann der letzte Pass nicht genau genug. Eingefleischte Kölner Fans mit der 2:1-Führung zwar recht zufrieden, aber hier gehen sie vielleicht doch ein bisschen so weit. Die Salami auf der Plexiglasscheibe wird dann entfernt. Im 3. Drittel Köln wieder verbessert. Mit ein wenig mehr Zug zum Tor. Thoresson in der 51. Spielminute mit der Möglichkeit. Und dann in der 56. diese Szene. Mark Olver fängt den Puck aus der Luft, dreht sich weg vom Gegenspieler. Es gibt eine Strafe wegen Spielverzögerung. Uwe Krupp sieht das anders, aber Mark Olver umschließt mit der Faust den ganzen Puck, dreht sich dann vom Gegner weg. Eigentlich wäre kurz fangen und sofort wieder ablegen angesagt. Deswegen die Strafe vertretbar. Powerplay für Wolfsburg und die Grizzlies nutzen das. 2:2 der Ausgleich, 56. Spielminute. Bittner bringt die Scheibe vors Tor und dann ist Jeffrey da mit dem Treffer zum 2:2 im Powerplay. Stoppt den Schuss von Bittner, selbst Pankowski kommt gar nicht mehr ran und dann drückt Jeffrey die Scheibe zur Freude der drei mitgereisten Wolfsburger Fans über die Linie. Overtime also in der Lanxess Arena und da dann die Kölner vorne aggressiv. Thoresson mit Scheibenbesitz und Aubry mit der Entscheidung. 31 Sekunden gespielt in der Verlängerung. Louis-Marc Aubry mit dem 4. Saisontreffer im 3. Spiel. Schon sein 2. Game-Winner in dieser Saison. Und dieser Treffer eiskalt. Louis-Marc Aubry mit der Entscheidung zum 3:2. Hier sind die Stimmen zum Spiel. We battled pretty hard and happy we got 2 points at least, you know, but definitely not our best game, you know, execution wasn't 100%, but I mean, good teams find ways to win, so we got to be happy with the overtime win here. Ja, ich denke mal, wir hatten einen schwierigen Start mit dem 2 Toren Rückstand, obwohl wir eigentlich gutes Hockey gespielt haben, haben uns gut zurückgekämpft und es war mehr drin, aber wie es beim Eishockey ausgeht, entscheidet der Eishockey-Gott.
Und der Eishockey-Gott hat entschieden. 2 Punkte für die Kölner Haie. 1 Zähler für die Grizzlies Wolfsburg. Und Louis-Marc Aubry ist in dieser bislang noch jungen Saison der Spieler bei den Kölner Haien.